Purnima. Purnima ist der Vollmondstag und die Vollmondsnacht. Purnima heißt wörtlich die volle oder die von Fülle erfüllte. Purna heißt ja voll, erfüllt. Purnima, also voll erfüllt. Und Purnima ist also Vollmond. Wenn der Mond voll ist, ist es Purnima. Purnima ist auch der erste Tag einer bestimmten Hälfte des Mondkalenders. In Indien wird ja alles eingeteilt in Pakshas, und Pakshas sind Hälfte eines Mondes. Beziehungsweise es gibt die Zeit des zunehmenden Mondes, das ist Shukla Paksha, und es gibt die Zeit des abnehmenden Mondes, das ist Krishna Paksha. Und Purnima ist der Vollmond, aber Purnima ist gleichzeitig der erste Tag von Krishna Paksha. Also mit Vollmond beginnt auch schon wieder die abnehmende Mondphase. Also Purnima. Purnima ist auch ein Tag, wo spirituelle Praktiken besonders hilfreich sind. Es gibt auch bestimmt, ja, jeder Purnima, jeder Vollmond, hat auch eine bestimmte Bedeutung. Es gibt zum Beispiel Guru Purnima, das ist der Vollmond, meist im Juli, der besonders der Verehrung des Gurus gewidmet ist. Und so gibt es verschiedene Purnimas. Es gibt Buddha Purnima, das ist der Purnima, also der Vollmondstag, der besonders dem Geburtstag von Buddha gewidmet ist. Purnima, also Vollmond, ein Tag, der besonders geeignet ist für spirituelle Praktiken, ein Tag, der besonders geeignet ist, um seine Meditation zu vertiefen. Purnima, Vollmond.